Ciao a tutti, heute machen wir einen richtig schönen Weihnachtssalat, un insalata di Natale. Und was wir alles dafür brauchen, ist Radicchio, Rucola, Datteln, Feta, Haselnüsse, Olivenöl, Balsamico. Und ich glaube und hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Es wird richtig gut. Ich fange jetzt gleich einfach an, die Haselnüsse zu hacken. Die habe ich jetzt hier. Die werden dann so ein bisschen angeröstet. Dann kommt das ganze andere Zeug, das wir fertig machen. Und nachher machen wir uns so ein schönes Dressing aus Olivenöl und aus dem Tino Tipico von Mazzetti. Auch ein sehr leckeres Balsamico, sehr leckerer Balsamico. So heißt das, glaube ich, ne? Luigi, korrigier mich, falls ich falsch lag. Du liegst doch nie falsch. Also eine von den beiden Varianten wird wahrscheinlich richtig gewesen sein. Aber ich würde einfach sagen, wir hacken jetzt Nüsse. Dafür nehmt ihr euch einfach ein scharfes Messer, so wie ich das hier habe, und hackt einfach so ein bisschen wild hier durch. Was ich zwischenzeit schon mal machen kann, kann die den Herd schon mal anmachen. Dann kriegt die Pfanne nämlich schon mal so ein bisschen Temperatur. Richtig? Richtig. Guck mal. Machen wir das hier auch schon mal. Zack. Weil dann können wir die Dinger nämlich nachher alle eben einfach nur rüberschieben in eine bereits vorgewärmte Pfanne. Wir denken ja mit, ne? Genau, hier haben wir die Pfanne auch schon so ein bisschen vorgeheizt. Und da gehen die Haselnüsse jetzt einfach rein. Was müssen wir jetzt hier natürlich machen? So ein bisschen aufpassen, dass die Dinger nicht verbrennen. Das wird nämlich gleich recht heiß, also habt immer mal so mindestens ein halbes Auge da drauf. Die Teile verbrennen nämlich sonst echt schnell. Man kennt halt so klassischerweise sonst von Pinienkernen. Mag man nicht, wenn man nachher irgendwie schwarze Nüsse hat. Wir schneiden unseren Radicchio jetzt hier erstmal einfach ganz entspannt in Scheiben. Halbieren die auch noch mal einmal so ein bisschen. Hast du schon mal Radicchio gegessen, Luigi? Tatsächlich ja. Echt? Ich fand den aber tatsächlich immer eher ein bisschen bitter. Ja, ist auch echt, ist auch ein bitteres Ding. Also muss man sich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen, sagen wir mal, es lernen oder so. Ja. Hier sind wir auch wieder übrigens bei den Nüssen. Passt auf, dass sie nicht verbrennen. So, guck mal hier. Jetzt haben wir es aber eigentlich ganz gut. Ein ganz bisschen können sie noch. Radicchio ist gewaschen. Hier könnt ihr es sehen. Das packen wir jetzt alles hier schon mal in die Schale und sehen. Fast voll. Nee, es kommt ja auch nicht mehr so viel dickes Zeug dazu, sondern jetzt einfach nur noch ein bisschen Rucola-Salat, den wir auch noch waschen müssen. Könnt ihr es jetzt hier schon zum Radicchio beimischen, schon so ein bisschen unterheben. Jetzt kommt der Süßkram, nämlich unsere leckeren Datteln. Kleine, etwas klebrigere Angelegenheit. Die vierteln wir einfach nur, dass das so ein bisschen mundgerechtere Stücke sind. Können wir uns eigentlich immer auch so hier ein paar in eine Reihe tun, dann müssen nicht alle immer einzeln schneiden. Packen wir jetzt auch schon mal da rein. So. Schön. Das ist jetzt quasi der süße Part. Dann haben wir hier noch unsere Haselnüsse. Schön angebräunt. Und jetzt machen wir unser Dressing. So. Dazu nehme ich mal eine Schüssel. Ganz wichtig bei Salaten. Sehr, 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 sehr äußerst gutes Olivenöl. Und wir haben jetzt hier unseren Tino Tipico von Mazzetti, den ich jetzt auch noch dazu nehme. Und dann schlagen wir das erstmal alles so ein bisschen. So, Pfeffer und Salz. Und jetzt kippen wir das Ganze hier so ein bisschen drüber. Schau mal. Guck mal, du siehst, es ist jetzt so ein bisschen dicker auch. So, und das vermengen wir jetzt so ein bisschen, ne? Damit das dann auch alles hier schön nicht einfach nur irgendwie an manchen Stellen ist, sondern schön durch den ganzen Salat geht. Hier mal noch so ein paar Datteln nach oben, ne, fürs Auge und so. So. Und das Ganze ist aber dann ja auch immer noch nicht fertig, ne? Muss man ja wissen und sagen. Denn wir haben uns hier noch so ein bisschen was von den Nüssen aufgespart. Das bröseln wir auch noch drüber. Und dann fehlt auch noch was. Wir haben nämlich hier auch noch so ein bisschen leckeren Feta. Und da irgendwie, da braucht ihr auch gar nicht anfangen, irgendwie so zu schneiden. Da bröselt ihr einfach hier so ein bisschen was drüber. Das ist unser Weihnachtssalat, den ihr sehr, sehr gerne zu Hause nachmachen dürft. Nicht nur an Weihnachten, auch an winterlichen Tagen. Kommt sehr, sehr gut, sehr schön frisch.
nicht zu frisch für die kalte Jahreszeit, einfach nur lecker. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, vor allen Dingen auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst und kommentiert fleißig mit. Wir sehen uns, ciao.